So, das sind so Momente, da wünsche ich mir wirklich hier einen Paul oder einen Leo oder einen Till zurück, der ich meine, ich wieder mit denen zu willkommen zurück zu einer Folge Backenkies. Da wollte ich mir ein Hütchen auf den Arsch, aber zuerst mache ich gerade die Tür zu. So, und wir spielen jetzt hier eine Runde auf Action PvP. Es ist lange her, dass ich das letzte Mal Minecraft aufgenommen hatte, weil, naja, Minecraft, das spiele ich in letzter Zeit nicht mehr so oft. Und da habe ich auch keinen Bock, so richtig das aufzunehmen. Und es ist überhaupt lange her, dass ich hier so auf diesem Server war. So, ich habe Action PvP schon sehr vermisst. Oh, jetzt kaum beginnt die Aufnahme, schon beginnen die Lags. Zusammenhang. Ich denke, Illuminati-Konfü haben sie. So, ich hoffe mal, dass meine Stimme so geht. Ich habe zur Sicherheit einfach mal hier Minecraft etwas leiser geschraubt. Komm, komm, einen nehmen wir mit, einen nehmen wir mit. Einen haben wir mitgenommen, Leute, habt ihr es gesehen? Erster Kill diese Runde. So, ja, das dauert jetzt etwas länger. Ich schieb's schon seit einem halben Jahr auf, dass ich mir etwas mehr Arbeitsspeicher für meinen PC kaufe. Ja gut, aber es geht, wie ihr seht. So. Jo. Ich werde dann jetzt hier auch mir wieder etwas mehr Mühe geben mit der Videobearbeitung, wenn hier schon was Gutes kommt. So. Na gut, mal gucken. Ich mach's hier immer noch nach dem Prinzip, wo ich meine Runde aufnehme. Ein paar so und die besten Runden. Oder die beste Runde, besser gesagt sogar, die wird dann auch geplant. Hä? Ich bin Team Orange. Boah. Das ist wieder so ein Moment, da lohnt es sich einfach, die Aufnahme bei Jan zu haben. Ich liebe das. Diese Inkompetenz ist einfach nur köstlich. Ja! Gesnackt. Ach, wir haben den Alberto im Team. Der ist übrigens der extremste Skiller. Ich habe vorhin schon ein paar Mal gegen ihn verloren. Also, das hat meiner KD nicht gut getan, mit ihm zu spielen. Aber jetzt, mein lieber Alberto, bist du ja bei mir im Team. Oh yeah. Tötet? Denke schon. So kommt's. Aber ich bin hier kein PvPer. Das sieht man auch an meiner Skilllosigkeit. So, ich bin hier ein Basebauer. Ich bin Farmer, geboren auf dem Land, ich melke Kühe. So. Haha, versteht ihr? Da, in Bezug auf ich bin Bauer. Nee. Dann hat sich mein Humor auch nicht gebessert. So, und ich guck mal, ich habe jetzt hier auch eine größere Musik-Playlist. Oh. Da kam gerade der Sturm so. Ja, das tut meiner KD auch nicht gut. So. Aber es macht Spaß, hier wieder zu sein. Ich habe hier auch wieder Leute gesehen von vor circa... Ja, ich weiß nicht, ob es ein Jahr ist oder ein halbes Jahr. Irgendwas in diese Richtung. Jo, ein Jahr, da ich das letzte Mal drauf gespielt habe, dürfte es schon gut her sein. Da habe ich ja gerade schon getroffen. Zwei sogar. Einmal die Lolcats. Und dann auch noch ein Typen, der sich umbenannt hat. Ich habe den Namen jetzt nicht mehr im Kopf. So, komm, du stirbst. Und du stirbst auch! Nee, ich glaube, ich sterbe. Schade. Ja, es war ein Versuch ja wert. Oh, ich bin noch gar nicht gestorben. Lol. Dann töten wir den. Warte, nee, ich sterbe jetzt, oder? 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 Ha! Okay, gut. Ich bin doch nicht gestorben, Leute. Seht ihr? Dann werde ich ihn hier aus meinen auf Sniper machen. Da, seht ihr? Na, ja, schade, ich mich von Paul entfremdet habe. Der hätte den Typen jetzt schon locker dreimal getroffen. Ich sollte vielleicht mal einen auf Rückzug machen. So. Nein! Läuft! So. 1000 Wege ins Gras zu beißen. Weg Nummer 1035. Das bodenlose Loch. Vielleicht. Das ist jetzt nur so eine Annahme, aber vielleicht wäre es taktisch vorteilhafter, wenn ich den Goldapfel snacke, nachdem ich Fallschaden kassiert habe. Wobei, wer weiß, vielleicht wäre ich auch gestorben, wenn ich ihn jetzt danach gesnackt hätte. So. Ich weiß nicht, soll ich das Loch ausbessern oder sollten wir es da haben, um die Gegner zu trollen? Hm. Na gut, das werden wir dann mal gucken. So, wir sind auf der gegnerischen Seite und führen ein wenig Blitzkrieg. Wir töten die Gegner und dann werden wir einmarschieren und sterben. Yay. Komm. Ja, einen getötet. So, aber jetzt sterbe ich, weil ich nicht mehr... Ja, seht ihr, der hat mich abgestaubt. Was für ein Abstauber. Ich denke, man sollte diese verdammten Abstauber hier einfach mal bannen. So, bam. Ja, ich sollte mich vielleicht auch an meinen eigenen Rad halten. Ich weiß nicht, welcher Korb wird gerade gekillt. Ich glaube, das ist unser, der gerade gesnackt wird. Juch, dann war das hier eine kurze Runde. Ja gut, hier, ich werde es auch so machen wie bei den alten Kanal. Hier, die PvP-Videos sind so kleine 5-Minuten-Folgen, die euch mal gerade auf dem Klo anschauen könnt, wenn ihr so... Hm? Ich glaube, mehr Details braucht ihr nicht, oder? Ja, BÄM! Du.
Also ich nicht der. Ich weiß nicht, soll ich mir noch Ritter Valkyren holen? Ah, seht ihr schon wieder. Ich weiß nicht, soll ich das hier noch gerade downloaden, um es dann einzufügen? Ich weiß nicht, wie es bei Ritter Valkyren mit der Copyright steht. Ob das da einfach jeder so verwenden darf oder ob das da unter einer speziellen Copyright steht. Es steht unter Copyright von Full Metal Jackets. So wird's sein. So. Komm, 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 komm. Nee, den habe ich nicht mehr bekommen. Aber ich habe 2 Kills bekommen. Ist das da oben eines der unsrigen oder ist das eines der gegnerigen? Egal, das werden wir ja sehen, wenn der Core kaputt geht. Ich weiß nicht, wenn man den Core von oben angreift, gilt das dann noch als Leak, weil das Team hat ja eigentlich erst dann verloren, wenn der Core ausläuft. Also jetzt, für die Leute, die nicht wissen, was das hier ist von Game Mode, das ist Capture the Core. Fail, Destroy the Core. Läuft. Und ja, das ist so ein mit Obsidian gefülltes. Nee, mit Lava gefülltes Obsidian-Ding, nicht mit Obsidian gefülltes Lava-Ding. Und sobald die Lava ausläuft, hat das Team verloren. Aber wenn man den von oben angreift, gilt das denn eigentlich noch? In der Theorie eigentlich nicht, aber wie steht's mit der Praxis? So, dann sterbe ich jetzt gleich wieder. Dirt wie Nudel nennt man diesen Zustand. Da! Schon wieder. Kacke. Nee, ich weiß nicht. Diesmal habe ich den gar nicht geschluckt, glaube ich. Perfekt. Habe ich mich außersehen meinen Rat gehalten. Außersehen meinen Rat gehalten. Das kommt nochmal in mein Heft für günstige Formulierungen beim Let's Play. Ganz ruhig. Sei eins mit dem Boden. Bogen. Du bist ein Quincy. Sei eins mit dem Boden. Ja! Ja! Habt ihr das gesehen? 2-mal sogar in Folge. Ich werd besser, Leute. Ich werd besser. So. Meine Arme sind zu kurz. Ich kann nicht durch Löcher schlagen. Ich kann nicht durch Löcher schlagen. Na gut. Ja, ich weiß, kriegen wir den? Jo, den haben wir gekriegt. Oh, und was hat der für Holz dabei? Wartet, nee. Das... Oh Gott, wenn das Holz in die Hände der Gegner fällt. Ich glaube, ich mache jetzt selbst noch, damit die Gegner es nicht bekommen. Hier, komm. Da. So. Ach du Scheiße, wie viel Holz der einfach mal dabei hatte. Das ist genug Holz, um nochmal die Kriegswendung herbeizuführen. Boah, so viel Holz brauche ich nicht mal. Wartet, mir ist jetzt einfach nur durch den Schock schwindelig. Ich muss gerade einen Schluck trinken. Leute. Kennt ihr diesen Moment? Wenn ihr einen Schluck Wasser trinkt und es einfach nur so denkt. Alter. Jo, das war schon kühles Nass. Na gut, weiter geht's im Kampf. So, da haben wir die Front aber ganz schön verschoben. Bip. Bap. Nee. Bap. Yeah. Da haben wir wieder mal den Gegner runtergeholt. Komm. Komm, spürst du den Aimbot? Ja, spürst du den Aimbot? Hahaha. Der war tot. Jeder Kuchen auf der gegnerischen Seite kann ein strategischer Vorteil seitens der Gegner sein. Und deswegen müssen wir alle Kuchen, aber auch wirklich umgehend alle Kuchen vernichten, welche auch nur ansatzweise irgendwas mit dem Gegner zu tun haben. So. Wartet, ich glaube, ich muss jetzt gleich mal Realtek HD Audio Manager öffnen, weil ich zu leise geschraubt wurde. Wartet. So, dann gehen wir mal gerade auf unsere Seite der Front. So, bis hierhin. Jo, so wie es jetzt mit der Frontverschiebung aussieht, dürften die Gegner bisher gar nicht fortführen können. So, jetzt hier kommen. Oh, ist der PC langsam. Ich brauche wirklich neuen Arbeitsspeicher. So, Realtek. So, komm. Realtek, dann öffne dich. Komm, Realtek. Ich will mit dir spielen. Komm. Oh, ich werde schon getötet. Das heißt, die Gegner sind auf diese Seite der Front vorgestoßen. So, hallo? Realtek will irgendwie nicht. Realtek, hallo? Na gut, ich habe jetzt 280 Euro zusammengespart. Ich glaube, ich hätte mir etwas mehr Arbeitsspeicher holen. So. Komm schon, mein kleiner Freund. Willst du mal so richtig schnabuliert werden? Na gut, ich habe jetzt da hinten im Hintergrund hat sich jetzt geöffnet. Dann gucken wir mal hier. Oh yeah. Und? Oh, ich wurde gar nicht leiser gestellt. Irgendwie ist das heute nicht so mit dem leiser stellen. Läuft! Liebe Leute, habe ich wieder ein paar Minuten eures Lebens verschwendet. Ich weiß nicht, irgendwie ist dieses Video keine so 5-Minuten-Folge, die man sich gerade auf dem Klo ansehen kann.
Na gut, mal sehen. 15 Minuten. Jo. 3 Stunden Upload. YOLO. Oh Gott, nee. Was haben wir für inkompetente Teammember? Als würden tausende vom Wasser strahlen uns helfen. Aber bitte, so kann man doch nicht arbeiten. Und seht ihr, Leute, an sowas hier scheitern die meisten Runden und so. So wird's sein. Also, das sind so Momente, da wünsche ich mir wirklich hier im Paul oder Leo oder in Tilt zurück, der ich mal endlich wieder mit denen zocken kann. Aber gut, ich habe die schon seit einem halben Jahr nicht mehr gesehen. Ich mache mir keine Hoffnung mehr drauf. Bam! Wusch! Da sieht das wieder so eines der Punkte, das kriegt man nicht alleine hin. Der Paul hätte die schon alle drin massakriert. Oder der Leo wäre da mit einem krassen Stoßdruck reingegangen. Oder der Till hätte wieder gepingplayed. Nee, Quatsch, also wenn der Till für unsere Seite gepingplayed, dann ist das ja nichts Schlimmes. So, und insgesamt hat sich Tills Ping ja beruhigt. Oh, das war krass. Von wem wurde ich getötet? Lol, mein Tod wurde gar nicht rekuperiert. Da ist im Grün. Da ist ein Grüner. Oh yeah. Komm, komm, komm. Zeig mir, was grün ist. Ha! Nein. Seht ihr, und da werden die Wasserstrahlen nervig. So. Ich weiß immer noch nicht, was für ein Lied ich hier einspielen sollte. Wahrscheinlich. Okay. Das war's noch mit dieser Toilettenfolge. Ich weiß nicht, was für Musik werde ich hier einspielen. Nein, ich glaube, ich werde hier mal so Monody nutzen. Das neue Lied von The Fat Red. Weil das ist so ziemlich das beste Beispiel. Jetzt ach du Scheiße, ist das eine Map? Das könnte ja schon fast eine Map sein. Na gut, egal, weil das Lied Monody ist so ziemlich das beste Beispiel, das ich dazu gehört habe. Aber mal sehen, vielleicht passt ja auch FFire oder AIIs oder sowas. Na gut, liebe Leute. Ich würde sagen, anyway, bis dann. Bevor ich hier noch einen Fallschaden verreck.